Diese vier FCB-Mitarbeiter organisieren den UEFA Europa League Final in Basel. Michael Wittmer, Stadionverantwortlicher, Beat Meyer, Sicherheitsverantwortlicher, Barbara Biegler, Koordinatorin und Doris Keller, Projektverantwortliche seitens FC Basel. Die vier haben bis zum Final ein strenges Programm. Der St. Jakob Park wird für das Final umgestylt. Wir müssen Zäune abbauen, müssen TV-Studios bauen, zusätzliche Kameraplattformen, müssen Umbau machen von der Medientribüne. Aber außerhalb des Stadions gibt es ein grosses Hospitality Village im Gartenbad, das anfangs Mitte April anfangen bauen wird. Und die ganze Eisarena wird gebraucht, das Warehouse, Volunteer Center, Steward Center. So organisiert der FC Basel das Finale. Der FC Basel ist angefragt worden vom Schweizerischen Fußballverband, ob wir hier mithelfen wollen. Und weil wir in Basel natürlich das Stadion aus dem FF kennen, sehr gut kennen, haben wir uns entschieden, dass wir hier sehr gerne werden mithelfen. Damit am 18. Mai alles bereit ist, trifft sich das sogenannte lokale Organisationskomitee des FCB mit der UEFA, um alle Details zu besprechen. Ein Punkt auf der Traktantenliste: die Anfahrt der beiden Finalisten und anderer Protagonisten zum Stadion. Es geht eigentlich grundsätzlich darum, dass man auch eine Eröffnungszeremonie hat. Da werden ein paar Leute mithelfen. Das sind nicht nur zwei, drei, sondern im Normalfall 50 bis 100. Und dort ist es einfach so, dass man dann auch die ganze Zeremonie planen muss. Da müssen 100 Leute auf einmal aufs Spielfeld, die müssen wieder wegkommen. Und das sollte natürlich in keiner Friktion stehen mit anderen Leuten, die zufahren wollen, die reinkommen ins Stadion. Die UEFA hat hohe Anforderungen an den Austragungsort des Finals. An sogenannten Site-Visits schaut der Europäische Fußballverband alle Räumlichkeiten des Stadions an. Und vieles muss im Jockeli für das Endspiel umgestellt werden, wie zum Beispiel der Raum für die Dopingkontrolle. Es ist schon sehr aufwendig. Also es weicht natürlich auch entsprechend ab von unserem Meisterschaftsspiel oder internationalen Spiel. Man schaut einfach, welchen Raum man für was kann brauchen, welcher Raum sich am besten für etwas eignet. Und wir haben jetzt eigentlich für die internationalen Spiele, wo der FCB involviert ist, haben wir einen Delegate-Raum. Der wird jetzt einfach umgenutzt als zusätzlicher Doping-Raum. Und da müssen wir dann schauen, wie wir das Ganze dann ausstattet. Nicht nur das Innere des Stadions wird für den Final umgestylt. Auch die Tribünen bekommen ein Lifting, um den Ansprüchen der UEFA gerecht zu werden. Es gibt hier eine Pokalübergabe, das heisst, man muss ein paar Sitzreihen rausnehmen. Es wird auch die Tribüne für den Medienbereich vergrössert, etwa ums Dreifache im Vergleich zu der bestehenden Medientribüne. Und da geht es jetzt auch ein bisschen darum, wo sitzt denn am Schluss welcher Finalist. Nicht nur auf der Haupttribüne, aber sonst, wo sind Tickets zugeteilt. Wo hat man sonst noch zusätzliche Bauten, in Anführungs- und Schlusszeichen, wo man noch miteinander anschauen muss. Sei das ein Studio für das TV etc. Das hat man jetzt gerade mal schnell miteinander angeschaut. Seit 1,5 Jahren läuft die Planung für den Final. Eine Woche vor dem Endspiel übergibt der FC Basel den St. Jakob Park dann an die UEFA. Und nach dem Final hat der FCB eine Woche Zeit, um das Stadion für das letzte Meisterschaftsspiel gegen GC wieder in seine ursprüngliche Form zu bringen.